Heute zum Thema Hochtouren ein kurzer Guide, wie ich das Material auf meinen Hochtouren oder auch auf meinen Klettergurten generell sortiere, sodass es gemütlich, logisch und vor allem bei Bedarf gut organisiert ist. Eine leichte Angelegenheit, die vor Ort für mehr Gemütlichkeit sorgen kann. Ganz ehrlich, ein unorganisierter Klettergurt ist für mich persönlich die absolute Hölle. Wenn ich nicht blind das finde, was ich wirklich suche, dann bin ich von einer Minute weg genervt. Deshalb habe ich mir über die Jahre und Touren ein meiner Meinung nach logisches Ordnungssystem zugelegt. Maßgeblich beeinflusst wird dieses vor allem durch die Masse an Material, das ich bei mir trage, und natürlich bei einem selbstgesicherten Kletterabenteuer hängt ungefähr 10-mal mehr Material am Gurt als bei einer simplen Gletschertour. Und das ist dann natürlich alles andere als gemütlich. Doch gerade in Bezug auf das Thema Klettern muss man sich das wohl nochmal extra genauer anschauen. Aber ein großer Unterschied ist schon mal die Frage, ob du einen Klettergurt verwendest oder einen Hochtourengurt verwendest. Also, Klettergurt oder Hochtourengurt? Ich sehe schon, ich kriege da glaube ich keine Antwort. Deshalb fangen wir einfach mal mit dem Klettergurt an, denn der hat einen großen Nachteil gegenüber dem Hochtourengurt, den wir uns gleich nochmal anschauen werden. Der Nachteil ist natürlich die üppige Polsterung, die gerade in Kombination mit einem schweren Rucksack und einem großen Rucksack nerven kann. Übrigens, zu den ganzen Unterschieden habe ich hier oben schon mal ein Video zu dem ganzen Thema hier gemacht, so als Orientierungshilfe. Damit dich dann der ganze Krempel auf deinem Klettergurt aber nicht nervt, solltest du definitiv vermeiden, das ganze Zeug an die Auflagefläche des Rucksacks zu hängen, also hier hinten hin. Das sorgt natürlich für ordentliche Druckstellen und ist insgesamt nicht zu empfehlen, da du vermutlich sowieso nicht mehr richtig gut an die Ausrüstung drankommen würdest. Auch hier ist es aber wieder von Gurt zu Gurt unterschiedlich. Manche Klettergurte haben die hinteren Schlaufen sehr weit hinten, andere wiederum haben das nicht so sehr. Aber trotzdem solltest du mit den dicken Gegenständen auf den hinteren Schlaufen sehr, sehr sparsam sein. Das heißt, dass Eisschrauben oder der Tuber jedenfalls nicht nach hinten sollten. Wenn du einen kleinen oder Schnapper oder ähnliches unterbringen kannst, ist das aber natürlich cool. Jetzt kommen wir zur Frage, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Für Rechtshänder ist es meiner Meinung nach sinnvoller, die Notfallausrüstung immer auf der linken Seite zu führen. Für Linkshänder auf der rechten Seite. Das habe ich mir übrigens nicht ausgewürfelt, sondern ich habe mir dabei was gedacht. Die ausrüstungstechnisch anspruchsvollste Situation am Gletscher ist natürlich der Spaltensturz. Und wenn ich diesen mit dem Pickel abbremsen will, muss ich natürlich nach dem Halten immer noch so lange den Zug halten, bis ich mich selber entlasten kann. Und das will ich natürlich so gut wie möglich machen. Deshalb bleibe ich mit der stärkeren Hand und meinem Oberkörper über dem Pickel gelehnt und kann währenddessen mit der anderen Hand zum Beispiel eine Eisschraube neben mir setzen. In tieferem Schnee setze ich natürlich keine Eisschraube, jedoch habe ich dann logischerweise nicht den extremen Zug am Seil. Somit ist alles wieder ein bisschen gemütlicher. Es ist also für mich eine nette kleine Erleichterung, wenn hier die richtige Ausrüstung gleich an der richtigen Stelle hängt. Und selbst wenn ich es nicht brauche, tut es ja eigentlich nicht weh, wenn es da hängt. Natürlich brauche ich für meine Eisschraube auch noch eine Rebschnur und einen Karabiner, um eventuell eine Verlängerung für die Verlagerung des Gewichts basteln zu können. Die hängt dann idealerweise gleich in der richtigen Kombination gleich daneben. Richtige Materialsparer können hier übrigens die 1 Meter Rebschnur auch gleich in den Karabiner der Eisschraube hängen, denn für die Gewichtsverlagerung braucht man dank Prusik ja nur einen Karabiner. Für eine schnelle Installation eines Flaschenzugs, falls ich denn einen solchen haben will, brauche ich übrigens auch noch eine Mikrotraktion vor der Verlagerung des Gewichts. Deshalb hängt diese bei mir ebenfalls an der gleichen Schlaufe wie die Eisschraube. Wenn ich sie nicht brauche, dann eben nicht. Das alles isoliert an einer Schlaufe zu haben, ist sehr praktisch. Ich habe das Zeug schnell parat. Also quasi zum Beispiel hier, und ich verwechsle es auch nicht mit anderen Karabinern, die dann in einer Situation nichts bringen würden. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass anderes Material woanders hin muss. Rebschnüre sind für mich essentiell. Ich kann sie immer irgendwie brauchen, nicht zuletzt auch bei einer Rettung. Im eintönigen Gehen per se sind sie aber in der Regel völlig zweitrangig, weshalb ich sie schön aufgewickelt an einem Materialkarabiner in der hinteren Reihe, in die hintere Reihen verbanne. Dazu sei gesagt, dass ich die Rebschnüre nie auf der gleichen Seite habe wie die Notfallausrüstung von vorhin, da ich es bis jetzt immer noch geschafft habe, dass sie sich in dem anderen Zeug in einer Stresssituation verhaken und verspießen. Aber eventuell bin auch ich dafür zu blöd. Also kommen die auf die andere Seite, genauso wie meine geliebten Bandschlingen. Ich teile mir da eben immer fröhlich eine Schlaufe als reine Schlingen- und Schnürschlaufe,
zu, sodass ich immer weiß, wo ich quasi das Polyamid meines Vertrauens finden kann. Das ist in der Regel bei mir eben auf den hinteren Schlaufen. Für eine ordentliche Orientierung bleiben jetzt noch ein T-Block und ein Verschlusskarabiner und zwei Schnapper als abschließende Grundausstattung übrig. Die kommen vorne hin, damit ich auch nicht lange wühlen muss. Im Idealfall kann ich nämlich die zwei Schnapper als zusätzliche Materialkarabiner missbrauchen, denn die habe ich ja eigentlich nur für den Fall mit, dass mir T-Block oder Mikrotraktion in die Spalte fallen und ich somit bei der Selbstrettung auf die klassische Methode wie die Garderklemme angewiesen bin. Und da sie quasi mein Backup sind, können sie auch mal als Handschuh oder Pickelhalterung oder sonst irgendeine Halterung herhalten. Vorne noch ein Balllock dran und fertig organisiert ist mein Gurt. Und das Ganze sieht dann auch schon eigentlich sehr aufgeräumt aus und nach einem schmalen Schuh. Hingegen das hier unaufgeräumt und einfach unlogisch wirkt. Das ist eben der Unterschied. Klar, für viele mag das jetzt nach Erbsenzählerei klingen und das ist mir auch vielleicht auch nur der innere Monk in mir, das gebe ich gerne zu. Aber vielleicht hilft euch auch dieser Einblick ein bisschen mehr System am Gurt, denn so richtig spannend wird diese Ordnung dann nämlich bei kombinierten Touren. Da kommen dann nämlich hier nochmal zwei Eisschrauben dazu, hier dann drei Friends, hier ein Satz Keiler, ein Tuber, mehrere Bandschlingen und schon ist es ganz schön voll am Gurt. Da ist es doch ziemlich großartig, wenn man genau weiß, wo man was am Gurt eigentlich findet. Meiner Meinung nach wird Ordnung super unterbewertet. Und bezüglich der unterschiedlichen Gurte gibt es eigentlich vor allem zwei Sachen zu beachten. Bei abgespeckter Ausrüstung im reinen Hochtourenformat schafft man es normalerweise mit zwei Schlaufen am Klettergurt zurechtzukommen. Beim Hochtourengurt aber nicht. Der ist ja, große Überraschung, für Hochtouren konzipiert und damit hat der auch nicht so viel Platz für Material. Das heißt, da muss man etwas kreativ werden. Der Nachfolger von diesem Altitude hier hat mittlerweile zwar auch horizontale Schlaufen, aber die sind immer noch nicht sehr groß. Man kann sich aber beispielsweise mit solchen großen Materialkarabinern wie dem hier aushelfen, beziehungsweise wenn man ihn nach der obigen Idee sortiert, wird man auch sehen, dass man mit diesen eingeschränkten Möglichkeiten eines Altitudes relativ gut zurechtkommt. Ohne entsprechende Ordnung wird es aber hart. Zusammengefasst, der Grund für die Ordnung ist ja in erster Linie, dass man schnell und einfach das Zeug beisammen hat und vor allem auch kein unnötiges großes Chaos am Gurt veranstaltet, da das gerade in Kombination mit dem Rucksack einfach nervt. Und eins verspreche ich allen, die jetzt mit der kleinen Ausrüstung gut sortiert unterwegs sind auf ihren ersten Hochtouren, in Zukunft mit großen Racks an euren Schlaufen werdet ihr einfach so viel entspannter unterwegs sein und deutlich leichter euch zurechtfinden. Betrachtet es also eine Art Investition in die Zukunft eurer Nerven. Ich zumindest würde das. Klar, das hier ist auch nur ein Vorschlag und auch keine offizielle Sortierungsmethode nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern eigentlich nur meine Ideen. Nach vielen Versuchen und auch ein paar Rettungsaktionen, bei denen mir die Ausrüstung am falschen Ort einfach schon tierisch auf die Nerven ging, habe ich mir einfach das über die Zeit so überlegt und vielleicht könnt ihr davon was mitnehmen und gut gebrauchen. Ein Hoch auf die Ordnung. Falls euch das irgendwie weiterhelfen konnte, freut es mich natürlich immer, wenn ihr bei eurer nächsten Online-Shopping-Tour einen Abstecher über meine Bergzeit und Bergfreunde oder auch Amazon-Links machen könntet. Ihr bezahlt keinen Cent mehr und ich erhalte eine kleine Vermittlerprovision für euren Einkauf. Indirekte Unterstützung, könnte man also sagen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Und wundere mich, wie oft ich eigentlich diesen Satz in den letzten Monaten schon gesagt habe. Und Bergheil.